Wir drücken mal wieder auf den Rewind-Button und gucken uns an, was die Top-Entwickler von heute früher gemacht haben. Und weil es im November mal wieder soweit ist und wir hurra brüllend im jährlichen Call of Duty den Dienst an der Waffe antreten, knüpfen wir uns doch Treyarch vor, das Studio hinter Black Ops 3. Im Jahr 1996 wurde es unter dem Namen Treyarch Invention gegründet. Es war damals noch unabhängig und zwei Jahre später waren die ersten beiden Spiele fertig. Das erste war ein regelrechter Skandal. Olympic Hockey Nagano 98 fürs Nintendo 64 wirkt auf den ersten Blick ja eigentlich ganz normal. Es ist halt eines dieser lizenzierten Olympia-Begleitspiele. Aber von denen ist es auch eins der schwarzen Schafe. Denn im Grunde genommen ist das alles nur eine neu angestrichene Version von Wayne Gretzkys 3D-Hockey. Beide Spiele teilen sich sogar die Cheatcodes. Die US-Spiele-Website IGN vergab damals seine allererste 0,0-Wertung für diese Dreistigkeit. Wie gut, dass Treyarch nur eine Woche später nachlegte und das da in die Läden brachte. Now you're my bitch. Die by the Sword war damals, 98, ein echtes Brett. Okay, optisch wirkten die tristen Umgebungen schon damals etwas schlicht, das Gameplay war aber spitze. Nicht nur, weil wir uns da durch eine wunderbar morbide Fantasy-Welt metzeln, um unsere Frau zu retten, es gibt auch immer wieder fiese Fallen oder andere Überraschungen. Außerdem hat es das Kampfsystem faustdick hinter den Ohren. Denn die Steuerung lässt sich vom simplen Actionspiel bis zur anspruchsvollen Kampfsimulation einstellen, bei der es keine vorgefertigten Hiebe gibt, sondern man mit Maus, Joystick oder Tastatur das Schwert frei schwingen kann. Dazu noch ein Gore-System, das Gliedmaßen und Köpfe genau da kullern lässt, wo wir sie treffen. Und fertig ist ein Fantasy-Gemetzel, das auch heute noch innovativ und faszinierend wirkt. Bloody hell! Perfekt war es sicherlich nicht, aber Die by the Sword war gut. Und damit ist es die Basis für den Erfolg von Treyarch. Doch nach einem Add-on für das Fantasy-Spiel setzte das Studio auf einige neue Bereiche, die sich nicht alle als gewinnträchtig herausstellen würden. Zum Beispiel Spiele für die Dreamcast. Für die Sega-Konsole zu entwickeln, hätte sich Treyarch eigentlich sparen können. Die Lizenzarbeit Max Steel Covert Operations war eher mäßig und auch Treyarchs ganz eigenes Projekt Draconus Cult of the Worm kam weder bei der Presse noch im Handel sonderlich gut an. Witzig aber, dass hier auf den ersten Blick eine Menge Die by the Sword drin steckt, oder? Mit Sportspielen lief es für Treyarch besser. Da gab es etwa die Baseball-Simulation Triple Play 2000, zwei NHL 2K-Spiele für Konsolen und vor allem Ports der ersten beiden Tony Hawk-Spiele. Die kamen freilich von Neversoft auf die Xbox oder wie hier zu sehen Segas Dreamcast brachte sie am Ende Treyarch. Auftraggeber Activision war offensichtlich zufrieden, denn zum einen kaufte der Publisher das Studio im Oktober 2001 auf und zum anderen ließ man Treyarch ein ganz eigenes Trendsportspiel machen, Kelly Slaters Pro Surfer. Und ja, das war halt Tony Hawk auf dem Wasser. Ähnliche Mechaniken, ähnliche Inszenierung und ähnlicher Spaßfaktor. Von da an jedenfalls war und ist Treyarch ein Activision-Studio. Doch noch vor der Call of Duty-Reihe beackerte es eine ganz andere große Marke, Spider-Man. Und insbesondere mit Spider-Man 2 traf Treyarch voll ins Schwarze. Das Spiel von 2004 gilt bei vielen Fans noch heute als das beste Spiel zur freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Spätere Versoftungen der Spinnen-Franchise waren dann weniger doll. Spider-Man 3 von 2007 etwa, mit den furchtbar unecht wirkenden Charakteren und einer der leblosesten, ungemütlichsten offenen Spielwelten damals. Was für ein Glück, dass sich Activision im Jahr 2002 noch ein anderes Studio unter den Nagel gerissen hat. Grey Matter kennt man vor allem durch kernige, in Deutschland aber leider indizierte Shooter. Und vielleicht erinnert sich ja noch jemand an Cyberia, ihr Erstlingswerk. Für Activision schuf Grey Matter die feine Call of Duty Erweiterung United Offensive und gemeinsam mit Treyarch entstand das Konsolenspiel Call of Duty 2 Big Red One.
Kurz darauf wuchs zusammen, was vorher schon zusammenarbeitete. Treyarch schluckte Grey Matter und damit die bittere Call of Duty-Pille. Denn fortan stand Call of Duty im Akkord an. Ein Jahr hatte Treyarch Zeit fürs konsolenexklusive Call of Duty 3, das merkte man dem Spiel an. Danach, immerhin im Zwei-Jahres-Rhythmus, folgten weitere Call of Duties. Erst World at War, das vorerst letzte Zweite Weltkriegs-Call of Duty, dann die Black Ops-Spiele. Nebenher gab es noch einen Haufen Sonderprojekte, Portierungen der Infinity Ward Call of Duties auf Wii und Wii U. Ein James Bond-Spiel. Und dann noch ein Spider-Man. Ach, Treyarch ist keins dieser Studios, die nur alle Jubeljahre mal ein Spiel veröffentlichen. Treyarch ist auf kurze Produktionszyklen spezialisiert. Zumindest bislang. Denn nun hat das Studio erstmals 3 Jahre Zeit, an einem Call of Duty zu schrauben. Ich bin gespannt, ob man das Black Ops 3 anmerken wird, wenn es im Herbst erscheint. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da lernen wir nämlich, dass das Studio hinter diesem Novemberkracher mal hiermit angefangen hat.